Keine Liebe, keine Anerkennung. Nur Verachtung hat sein Vater für Michael Stahl übrig. Er wird bespuckt und schwer misshandelt. Mit 7 Jahren steht er plötzlich vor den Bahngleisen und denkt über Selbstmord nach. Bis er eine Stimme hört. Ich habe noch etwas mit dir vor. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Michael Stahl. Hallo Markus. Was war passiert, dass du dir Gedanken gemacht hast über Selbstmord und dass du da an diesen Bahngleisen standst? Es kann sein, dass ich da 8 oder 9 Jahre alt war. So genau weiß ich das nicht. Aber ich habe so eine Ausweglosigkeit in meinem Leben gehabt. Ja? Das heißt, zu Hause habe ich Gewalt erfahren, Lieblosigkeit. Auch die 3 schlimmsten Sätze für mich. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Mhm. Und dann in der Schule aber auch 4, 5 Leute gegen mich gehabt. Also wo ich auch hinging, ja, ich hatte irgendwo, nirgendwo so einen Ort, wo ich ja, zu Hause sein konnte. Mhm. Dein Vater war nicht da. Wie war die Beziehung zu deinem Vater? Also mein Vater, also ich möchte erst mal sagen, der hat mir die Genehmigung gegeben, bevor er starb, dass ich alles erzählen darf. Deswegen habe ich auch diese Freiheit, ja, so offen zu sprechen. Also mein Vater ging jeden Morgen in die Kneipe. Das war sein tägliches Ritual. Und manchmal kam er um 12 oder um 1 Uhr dann wieder zurück. Also der hat nicht gearbeitet? Nee, der hat nicht gearbeitet. Also Zeit meines Lebens hat er nie gearbeitet. Mhm. Und also er ging jeden Tag in die Kneipe. Und manchmal kam er auch erst abends oder auch spät in der Nacht. Und spät in der Nacht war es nicht selten, dass ich dann als kleiner Junge dann meinen Vater aus der Kneipe holte. Und wenn du dann nach Hause gekommen bist mit ihm, hat er im Suff dann angefangen, dich dann diese zu misshandeln und diese... Also misshandeln ist ja ein dehnbarer Begriff. Also er schlug mich, er hat mich getreten, er hat mich angespuckt. Aber das war für mich manchmal gar nicht so schlimm. Aber dieses, du bist nichts, du kannst nichts, dieses Fertigmachen vor anderen, ja, diese Demütigung. Er hat ja manchmal auch keine Demütigung vor Mitschülern, ja, oder vor Fußballfreunden ausgelassen. Ja. Das war, empfand ich manchmal als noch schlimmer. Ja. Kannst du dann sagen, wie du deine Beziehung zu deinem Vater beschreiben würdest? Oder gab es da nichts? Doch, es gab schon. Also ich habe ihn, geliebt. Ja. Er war mein Held irgendwo. Und wir haben zum Beispiel nachts Boxkämpfe angeschaut mit Muhammad Ali. Ich durfte nachts aufbleiben, mit ihm Filme anschauen. Ja. Und da hat er auch so seine guten Momente. Später war es so, je mehr wir uns versöhnten in den letzten Jahren, sind mir auch Dinge wieder eingefallen, die als Kind gut waren. Ja. Ja. Aber die habe ich 37 Jahre meines Lebens verdrängt. Ja. Ja. Er hat auch so liebevolle Momente gehabt. Aber vorrangig war der Suff, der Alkohol, die Brutalität, diese Demütigung? Genau, genau. Dieser Moment, wo du da an dem Bahnsteig standest, ja, was ist da genau passiert? Also von diesen Bahngleisen aus bis zu unserem Häuschen waren es vielleicht 200 Meter. Und dazwischen stand die Kirche, wo ich als kleine junge Zuflucht gesucht habe. Ja. Ich bin oft in diese Kirche reingerannt und habe gesagt, Jesus, heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Also mich bespuckte, habe ich ihm gesagt, heute haben sie mich angespuckt. Ja. Und mir war, als würde Jesus sagen, auch da kenne ich mich aus. Und jetzt stehst du oben an dem Bahngleis und siehst dein Elternhaus, ja, und siehst die Kirche. Ja. Und ich wusste, mein Vater wird sich morgen nicht ändern. Der wird sich übermorgen nicht ändern, auch nicht in 5 oder 10 Jahren. Ja. Es ist so ausweglos, ja. Und dann sah ich aber hier die Kirche, ja. Und ich meine, ich kann es heute nicht 1000-prozentig sagen, aber ich meine in meinem Herzen eine Stimme gehört zu haben, ich liebe dich und lebe weiter. Ja. Und es gab mir ein unfassbares Gefühl, obwohl es alles so ausweglos war. Aber es war ein unfassbar intensives Gefühl. Das habe ich eine Gänsehaut, ja. Ich stehe gerade am Bahngleis. Mhm. Woher kanntest du Jesus? Außer von dieser Kirche, wo du Zuflucht gesucht hast? Oder? In unserem Schlafzimmer. Wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. Da war ein Jesusbild, so DIN A5 groß. Und das war so eine Herz-Jesu-Darstellung. Das hing so an der Wand? Ja, oder? Genau, richtig. Und das ist ein Bild, das dich immer anschaut. Und ich habe mich gewundert, warum der Mann auf dem Bild so liebevoll ausschaut und warum der Löcher in den Händen hat. Und das hat mir dann meine Oma, meine Tante Elfriede von ihm erzählt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich Jesus kennen und lieben gelernt. Als kleines Kind? Als kleines Kind, mit 4, 5, 6 Jahren. Und dieser Gott, der in der Kirche beschrieben wird, das ist ja auch ein liebender Vater, Gott, der liebe Gott. Hast du den da auch kennengelernt? Also vom lieben Gott hat man schon gesprochen, aber von Vater, das hat mir nichts gesagt. Ja. Also ich kann mich nicht bewusst erinnern, dass ich jetzt als Kind, als Jugend bewusst Vater, unser Gebet ist Vater, dieses erste Wort, ja. Was soll ein Vater sein? Ja, ich habe die Väter meiner Mitschüler gesehen, ja, die bei der Bahn gearbeitet haben oder da als Handwerker. Ja. Oder beim Fußball dabei waren. Aber mein Vater, ja, über den hat man gelacht. Meine Mitschüler haben mich tagtäglich gedemütigt, ja, wegen meinem Vater. Also das Wort Vater, das hatte nichts Positives bei mir.
Hast du Jesus eigentlich mal gefragt, warum es dir, Entschuldigung das Wort, aber so beschissen geht? Ja, nicht nur einmal. Das mache ich manchmal heute sogar noch. Ja. Ja. Was hast du geantwortet? Oder was war die Antwort? Hast du was, eine Antwort bekommen? Also, ich bin ja jetzt seit 1993 so unterwegs, mache Projekte, Selbstbehauptung, Gewaltprävention, gehe in Gefängnissen rein und arbeite mit Obdachlosen, Drogensüchtigen und so weiter. Wäre ich so nicht aufgewachsen, würde ich das heute nicht machen. Mhm. Ja. Also ich weiß, was Mobbing bedeutet. Ich habe das durch. Ich habe das manchmal täglich erfahren müssen, über Wochen, Monate und Jahre hinweg. Ich habe Obdachlosigkeit erleben müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das ausdrückt. Heute verstehe ich Obdachlose. Aber letztendlich war ich gefangen in einer Spirale drin, ja, die sehr oft für mich ausweglos war. Und als Kind hast du dann, wenn du diese Antworten nicht bekommen hast, hättest du auch anfangen können zu klagen und ihn anzuklagen und dich von ihm abzuwenden. Ja, Klagen habe ich gemacht. Ich habe auch geklaut, ich habe gezündelt. Ja, ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, um aufmerksam zu machen, in meinem Leben passt was nicht. Mhm. Die Menschen, Gott, keine Ahnung. Ja. Ja, aber war vieles nicht in Ordnung. Mhm. Ich meine, mit 18 bist du dann von zu Hause raus, hast dir dein eigenes Leben aufgebaut, hast in der Sicherheitsbranche gearbeitet, als Türsteher erstmal, Security Guard und hast das auch weiter vorangebracht. Woher wusstest du auf einmal, wie man Menschen beschützt? Also erstmal, ich habe Kampfsport betrieben, aus weil mein Leben ein Kampf war. Ja. Und in den Sicherheitsdienst bin ich aus der Sehnsucht nach Sicherheit. Also heute kann ich auch offen darüber sprechen, dass ich das nur aus Minderwertigkeit gemacht habe. Ja. Da kriegst du jetzt ein T-Shirt, wo Security draufsteht. Auf einmal bist du jemand. Ja. Auf einmal respektieren dich Leute. Auf einmal sagst du, nein, du kommst hier nicht rein und die hören drauf. Gell. Ja. Wahnsinn, ja. Auf einmal war ich derjenige, der das Hausrecht vertreten hat. Auf einmal war ich derjenige, der auch mit Stars unterwegs war. Und der Hammer, ich weiß noch, ich habe 2002 dann Ali beschützen dürfen. Da hätte es 1000 bessere wie mich gegeben. Aber ich habe mit 5-mal gebetet, ich möchte Mohammed Ali sehen. Vielleicht deshalb, ich weiß nicht. Aber woher wusstest du, wie man Menschen beschützt? Ich meine, du bist nie beschützt worden. Ja, aber ich hatte die Sehnsucht. Ja. Ich wusste ja, das, was man mir antut, ist nicht okay. Ich möchte das nicht mehr. Ja. Und ich habe ja auch immer die Sehnsucht gehabt, andere zu beschützen, dass die nicht verletzt werden. Also ich habe schon immer so eine Abneigung gegen Gewalt gehabt, schon immer. Ja. Ich habe auch noch nie in meinem Leben zugeschlagen, das glauben die Leute mir nicht. Im Sicherheitsdienst habe ich die Leute kontrolliert oder viel mit ihnen gesprochen oder Teamarbeit. Ja. Aber das möchte ich noch sagen, als ich Mohammed Ali damals beschützte, ging es mir in erster Linie darum, weiß mein Vater das? Und ich habe damals einen der Freunde meines Vaters gefragt, was sagt mein Vater dazu? Und der hat mir gesagt, er ist stolz auf dich. Also es ging dir um Respekt und Anerkennung, die du dann auch bekommen hast? Ja, aber mein Vater hat es mir nicht gesagt. Ja. Seinen Freunden hat er erzählt, ich bin stolz auf meinen Sohn. Aber mir hat er es nicht gesagt. Ja. Ich hätte es gebraucht. Hast du damals in der Zeit in dieser Sicherheitsbranche da auch Jesus im Gepäck gehabt? Ich meine, das Bild hing ja immer noch in dem Haus von deinen Eltern. Den habe ich sehr weit hinten angestellt. Ich habe ein fürchterliches Leben geführt. Und welche Rolle spielte er dann für dich in dieser Zeit? Ich weiß, ich wusste, er ist da, aber ich habe mir die Wunden meines Lebens nicht angeschaut. Ja, ich bin davor geflohen. Ja, ich konnte nie über Schuld sprechen, über Minderwertigkeit, über Fehler, über Scham. Das heißt, du bist vorangestolpert und hast dann einfach... Ja, natürlich. Ich konnte auch nicht über Niederlagen... Hast du Party gemacht? Das Leben genossen? Eigentlich, ich war fast nie betrunken. Ja, ich war, glaube ich, 7 oder 8 Mal in meinem Leben betrunken. Aber... Ich habe mir Anerkennung gesucht in Beziehungen, bei irgendwelchen tollen Leuten. Und je weiter die Veranstaltung weg war, desto toller war es. Und wenn du mal eingeladen warst, keine Ahnung, Österreich, Schweiz, Südtirol, oh, jetzt bin ich aber gefragt. Ja. Das war wie so eine Sucht. Ja. Mhm. Also ich war ja mit vielen Prominenten dann unterwegs und ich war aber nicht mehr zu Hause. Mhm. Ja, dort. Zu Hause, jetzt in dem Fall, du hast dann ja auch geheiratet, ja. Hast ein Kind bekommen, du wolltest aber auch wieder Vater sein und du wolltest es besser machen, gehe ich mal davon aus. Also ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich denke, wenn wir mit so einer Einstellung in eine Beziehung reingehen oder in Vater oder Eltern werden, ich möchte nicht so werden wie meine Eltern oder bezüglich auf meinen Vater, ich möchte nicht so werden wie mein Vater, dann sind wir schon Getriebene. Also das hast du gemacht? Ich habe es genauso gemacht, mein Vater hat nicht gearbeitet, also war für mich klar, ich muss ganz viel arbeiten, ja. Mein Vater, für deinen Sohn? Ja, damit er sieht, oh, dass mein Sohn niemals irgendwie beleidigt wird, hey, dein Vater ist faul. Nee, der Vater ist fleißig, ist bekannt und so. Ich habe ja Tag und Nacht manchmal gearbeitet. Ich habe ganz zu Beginn in einer Firma noch gearbeitet. Dann hatte ich meine Kampfsportschule und war nebenher im Sicherheitsdienst. Ich habe mich ja fast kaputt gemacht. Ich habe Koffeintabletten geschluckt, um wach zu bleiben, um immer am Ball zu sein. Aber wie es mir wirklich in meinem Herzen ging, das wusste fast niemand.
Und das hast du auch vor deiner Familie nicht zeigen können, vor deiner Frau, vor deinem Sohn? Nee, gar nicht. Ich konnte nicht über Familie sprechen, ich konnte nicht über meine Herkunft sprechen, ich konnte nicht über Gefühle großartig sprechen. Ja. Ich habe auch meinem Sohn zum Beispiel nie über meine Fehler, über meine Schuld, über meine Niederlagen, ja, sondern ich wusste fast alles besser. Mhm. Und damit treibst du die Leute weg. Aber du wolltest es auch als besser machen. Du wolltest es besser machen und bist du diesem eigenen Anspruch denn gerecht geworden? Ich meine, wenn man so viel arbeitet, nee, gar nicht. Wie geht das? Das Elementare, was mein Sohn gebraucht hätte, das habe ich ihm nicht gegeben. Ja. Zeit, ja. Liebe, ja. Dass ich ihm auch begegne, ja. Dass er weiß, hey, Männer dürfen mal weinen, ja. Wir dürfen Fehler machen, ja. Und in all diesen bin ich ihm nicht begegnet. Mhm. Ich meine, deine Ehe ist dann auch gescheitert, ja. Deine Frau hat den Sohn genommen, mhm. ja. Nee, sie hat ihn nicht genommen, ich bin gegangen. Also der Manuel hat eine super tolle Mama und ich habe denen das Leben sehr schwer gemacht. Okay. Ich bin du bist gegangen, gegangen? Ich warum? Bin gegangen. Ja, zu viel unterwegs, das hat nicht mehr funktioniert. Dann gab es vielleicht 2, 3 Gründe, ja, wo man sagen kann, okay, das bringt nichts mehr. Aber es hätte wahrscheinlich 1000 gegeben, um zusammen zu bleiben. Ja. Aber auch wie man mit Konflikten umgeht, ja, und mit Krisen, das haben wir nicht richtig vorgelebt. Der Michael Stahl mit seinem hohen Anspruch, es besser zu machen, macht es am Ende aber gar nicht besser. Total versagt. Wie bist du damit umgegangen? Diesem Totalversagen? Ja, wieder rein in Arbeit, wieder im, einfach nach vorne und manchmal, je gefährlicher die Veranstaltungen waren und ja, desto besser war es. Und ich habe viel trainiert, ich habe viel Kampfsport gemacht, habe viele Lehrgänge mitgenommen im In- und Ausland und das war so eine Sucht. Ja, ich wollte irgendwie die Leere in meinem Herzen wollte ich stillen mit Kämpfen, mit Sicherheit und ich war ein ganz kaputter Kerl. Aber warum bist du damals nicht zu Gott gegangen? Das habe ich auch immer wieder gemacht, aber meistens dann nur mit Klagen. Ja. Ah, okay. Wie sah das dann aus? Ja, ich habe dann zu Gott gesagt, guck mal, ich habe dich doch wirklich lieb, seit ich ein kleiner Junge bin. Aber ich habe so eine Kindheit gehabt, ich war obdachlos, jetzt habe ich meine Familie verloren. Aber ich habe auch vieles gar nicht hinterfragt. Wo bin ich überhaupt schuldig geworden? Ja? Wo sind überhaupt meine Fehler? Ja? Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Also mein Umfeld war schuld und Gott war schuld. So habe ich getickt. Mhm. Aber es gab einen Moment, wo du in deinem Leben gemerkt hast, da gibt es Schuld. Als dein Sohn größer geworden ist, so mit 14, 15, ja. bist du auf ihn zugegangen, um dich zu entschuldigen. Ja, also wir hatten da eine große Krise und da ist dann etwas passiert. Und dann bin ich zu ihm gegangen und zu seiner Mama und habe um Verzeihung gebeten. Also ich habe nicht gesagt, bitte entschuldigt, weil ich entschuldige mich. Kein Mensch kann sich selber entschuldigen, aber ich kann darum bitten. Und das habe ich gemacht und da ist etwas Wunderbares passiert. Und das, was damals an diesem Tag angestoßen wurde, vor vielen Jahren, das hat unsere ganze Beziehung, unser ganzes Leben verändert bis heute. Mhm. Hättest du das eigentlich von deinem Vater auch gewünscht, dass er auf dich zukommt und sich... Ja, natürlich. Oder ja. dich um Vergebung bittet? Natürlich. Ich habe ja eigentlich ein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass er mal kommt und sagt, hey, Sohn, ich habe Fehler gemacht. Ja. Und ich bin einmal, das war schon ganz lange her, zu ihm hin und gesagt, Vater, ich vergebe dir. Ich habe aber nicht geahnt, dass ich vergebe dir auch bedeutet, du bist schuld an allem. Und das habe ich ihm gesagt. Und da fing er an zu schreien, sagte, wie du mir vergeben, ja? Was habe ich getan? Und habe ich aufgezählt. Ja? Und dass jedes Aufzählen war, wie ich auf ihn schießen würde. Mhm. Ja? Und wenn du auf einen Menschen schießt, dann schießt er zurück. Ja, oder er flüchtet und betäubt sich. Genau das hat er getan. Er hat sich betäubt, er ist geflüchtet und hat zurückgeschossen. Ich meine, du hast dann diesen Kontakt auch zu ihm total gemieden. Ja? Und, aber ihr habt in einem Ort gewohnt. Ja. Oder? Ja, und dann war das nicht irgendwie ein totales Verbiegen für dich? Absolut, absolut. Ich war auch in Fernsehsendungen, habe Vorträge gehalten über Werte. Und dann war ich zum Beispiel im Supermarkt drin und mein Vater kam rein. Dann habe ich mich hinter den Konserven versteckt. Ja. Oder wenn ich in der Bäckerei was holen wollte, war mein Vater drin, dann bin ich in einer Bäckerei. Also ich war auf der Flucht. Ich war unfassbares Leben. Und wie lange sollte das weitergehen? Oder wie lange ist das dann gegangen mit der Flucht? Ja, man denkt ja eigentlich, vielleicht wird es irgendwann wird's schon besser werden, aber du musst etwas tun. Ja. Und ich bin ja dann Ende 2007 dann durch unsere Straßen gefahren. Ich sage bewusst unsere Straßen, weil ich liebe meine Heimat. Da sehe ich meinen betrunkenen Vater und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Und ich kriege wieder Gänsehaut. Ich habe das, glaube ich, schon so oft erzählt. Und ich bin dann nach Hause und ich habe gesagt, Gott, ich möchte einen Frieden haben mit ihm. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja. Und ich habe dann ein paar Nächte drauf geträumt, er wäre gestorben. Und dann nach diesem Traum, das war der schlimmste Traum meines Lebens, und da bin ich zu meinem Vater gegangen, ja, zu meinem Papa, den ich Erzeuger nannte. Man muss sich vorstellen, mein Vater lebte in einer Kneipe, in Zimmer Nummer 5, 140 Meter von mir weg. Ich war in Amerika, in Afrika, in England, aber ich war nicht in Zimmer Nummer 5.
Und das war der schwerste Weg in meinem Leben. Und mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot. Du also bist da wirklich dann durch die Kneipe hinten rein und hoch? Und mein Verstand ist, du bist ein Idiot, der muss doch zu dir kommen. Was gehst du zu ihm? Ja, ist also total unlogisch. Ist absolut unlogisch. Und dann ging ich da rein und stand so in Spannung. Und habe ich das Erste, was ich gesagt habe, war Papa, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und bitte, vergib du mir. Und ich, guck mal, da steht er 10 Sekunden circa an der Bude drin und schaut mich an. Und er sagt, du kommst zu mir? Sag ja. Sagt er, warum? Sag ich, weißt du, ich wollte dich immer verändern. Mach das so, hör auf zu saufen. Ich möchte dir sagen, du kannst weiter trinken, du kannst weiter in gemein und verletzend sein. Ich hab dich lieb, weil du mein Papa bist. Nicht das, was du tust und was du nicht tust. Dich, weil du mein Papa bist. Und dann kam der nach 37 Jahren her, packt mich hier am rechten Oberarm und sagt mir, ich hab dich immer lieb gehabt, Bub, ich konnte es dir nicht zeigen. Und das Entscheidende war, auf dem Weg, diese 140 Meter, da bin ich Sohn geworden, weil ich Sohn sein wollte. Selbst wenn der mich rausgeworfen hätte, wenn der gesagt hätte, was willst du hier, ich wäre frei gewesen. Ich wusste an diesem Morgen, ich muss meine Dinge in Ordnung bringen. Ich habe ihn immer geliebt, immer. Und dann hatten wir 2,5 Jahre noch miteinander. Das heißt, er hat die Vergebung, deine Entschuldigung angenommen? Ja, Wahnsinn. Dann in den 2,5 Jahren... hat er mir seine Geschichte erzählt. Ich habe erst vor ein paar Wochen erfahren, dass er auch als Kind mehrfach um sein Leben rennen musste zu Kriegszeiten. Das wusste er alles nicht und er wurde verprügelt von seinem Vater und der Opa war im Krieg und in Gefangenschaft. Hier geht es um ein Verstehen. Hier geht es nicht darum, etwas gut zu heißen, sondern jetzt verstehe ich es. Und mit allem, was mir mein Vater erzählt hat, ist die Liebe mehr geworden. Ja. Und er hörte auf, in dieser Zeit zu trinken. Er versöhnte sich mit Menschen und er fing von alleine an zu beten. Gott kam in sein Leben, auch in dein unfassbar, Leben, oder? Unfassbar. Also wie kam jetzt, das denn? Ich meine, du hast davon erzählt, dass du darüber nachgedacht hast, auf einmal das und jetzt, kam. Und jetzt konnte ich zu Gott Vater sagen. Jetzt habe ich verstanden, wenn im Aramäischen das Vaterunser mit Abba beginnt, Papa. Und jetzt habe ich verstanden, dass mein Vater war der beste Papa auf der ganzen Welt, der sein konnte. Mhm. Er konnte nicht besser sein, ja. Und im Nachhinein habe ich auch seinen Vater verstanden, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und in Gefangenschaft war. Und der kam mit traumatischen Erlebnissen damals zurück und hatte niemanden zum Reden. Die meisten Männer haben ja keinen Freund, mit dem sie reden können. Ja. Ja. Dieser Vater, von dem du sprichst, vorhin hast du davon erzählt, du konntest Gott gar nicht Papa nennen. Jetzt kann ich. Dadurch ist das passiert. Das war unfassbar. Ich habe ja auch in dieser Zeit dann, mein Vater und ich, wir haben dann 2 Jahre gebraucht, wenn man sich in den Arm nimmt. Wir konnten das nicht. Ja. Jetzt habe ich meinen Papa gespürt. Ich kann sein Haar riechen, ja. Ich spüre ihn, wenn ich meine Augen schließe, denke ich an meinen Papa. Ja. Und das total Krasse war ja, am letzten Tag, als wir uns sahen, ja, es war in einem Krankenwagen drin und ihm ging es nicht gut, ich rief den Krankenwagen und im Krankenwagen habe ich ihm gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und hat er so getan, als hätte er es nicht gehört. Dann habe ich es nochmal gesagt, ich wusste, er wollte es nochmal hören und habe ihn geküsst. Ja. Und das war 11.30 Uhr. Und schau mal, hier habe ich seine Uhr. Ja. Die habe ich mir später genommen. Ja. Schau mal, was sie stehen geblieben ist. 11.30 Uhr. Und weißt du, was der Hammer ist? Ich hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt und um 11.30 Uhr wurde mein Leben gerettet. 11.30 Uhr erinnert mich daran, wie zerbrechlich, wie endlich unser Leben ist. Und dass wir diese kurze Zeitspanne, die wir haben, die sollten wir nicht mit Hass und mit Streit und mit Gemeinheiten verbringen, sondern die Liebe aussprechen. Mhm. Die Liebe leben und als ich 2,5 Jahre mit meinem Vater in dieser liebevollen Zeit erleben durfte, unfassbar, was aus diesem Menschen, was aus ihm geworden ist. Also Leute um mich herum haben gesagt, wir kennen den nicht mehr. Der hat seine Schuld eingestanden. Früher waren auch alle anderen schuld, wie bei mir. Mhm. Und ja, am Schluss hat er gesagt, ich habe viele Fehler gemacht. Es tut mir leid. Darf ich Ihnen noch was fragen zu einer Zeit, die dazwischen passierte? Ja. Und zwar, du hast noch mal geheiratet, bist dann noch mal Vater geworden. Genau. Und damals, als deine Tochter ein Jahr alt war, da ist was ganz Schreckliches passiert. 3 Monate nach seinem Tod. Ich war noch immer in der Trauer drin und am 23. Oktober 2010 fährt ein junger Kerl mit weit überhöhter Geschwindigkeit in das Auto meiner Frau. Er tötet unsere Freundin, Mutter von mehreren Kindern und meine Frau und meine Tochter. Ich war 2 Stunden von zu Hause weg. Da hat man mir gesagt, also sie haben noch gelebt, als man sie in den Krankenwagen getan hat. Das war der Satz. Das war der Satz. Ratter. Und dann bin ich mit einem Freund von mir, einem Polizisten, diese 2 Stunden gefahren. Er hat gesagt, Micha, ich fahre dich. Ich habe gesagt, nein, du fährst nicht, habe ich gesagt.
Du sitzt dich nebendran und telefonierst mit deinen Kollegen, mit der Polizei und findest heraus, wie es meiner Familie geht. Und ich habe gesagt, ich werde beten. Und so habe ich dann fast 2 Stunden im Auto gebetet und er hat telefoniert. Sie hat überlebt. Es gab 7 Notoperationen, eine nach der anderen, um sie irgendwie wieder lebensfähig zu machen. Also 7 Operationen insgesamt, genau. Wie hast du das überhaupt verarbeitet? Ich glaube, heute habe ich es immer noch nicht ganz verarbeitet, um ehrlich zu sein, denn ich habe immer noch gewisse Sorgen und Ängste, was den Unfall auch betrifft. Ja. Weil das Telefon klingelt, oder? Ja, ich habe seit 10 Jahren den Ton von meinem Telefon aus und manchmal, wenn ich nach Hause komme, oder fast immer, kommt dieser erste bescheuerte Satz, ist alles okay. Und wenn ich zu Hause bin und das Martinshorn ertönt, dann bin ich immer am Überlegen, sind Familie und Freunde wohl auf? Und manchmal telefoniere ich den Leuten hinterher. Also ich habe da schon noch einige Baustellen, aber so ganz ist es noch nicht verarbeitet. Hast du Gott keine Vorwürfe gemacht? Warum muss ich das jetzt erleben? Warum sowas? Nee, in dieser Zeit habe ich ihm keine Vorwürfe gemacht, weil er war der Einzige, der uns helfen konnte. Er war der Rettungsanker. Ich meine, wenn du 2 Stunden zum Beispiel in die Klinik fährst und da brauchst du keine Glücksbringer mehr, auch kein höheres Wesen, sondern der eine Gott, der versprochen hat, ich bin für dich da. Und ich habe so geweint und geschrien und gebetet in dem Auto. Ich werde es nie vergessen. Ich verstehe ihn oft nicht. Ich habe auch immer noch Zweifel. Ich sage immer den Leuten, ich bin nur Kreisliga C-Christ. Ja. Ich bin auch kein besonderes Vorbild. Aber ich habe ihn lieb. Ja. Ich habe diesen Jesus lieb. Der hat mal diesen Petrus diese Frage gestellt, liebst du mich? Ja. Ich habe nicht viel aufzuweisen, aber ich habe ihn lieb. Ja. Und das hat dich damals gehalten, als deine Frau da... Das hat mich damals gehalten. Und meine Frau übrigens auch. Ja. Damals hast du dann auch erfahren, dass der Unfallverursacher in deinem Ort wohnt? Genau. Und dann... der ziemlich unverletzt war. Und es war so, ich lebte damals bei meinen Schwiegerleuten dann, weil die am Krankenhaus in der Nähe lebten. Und ich bin dann nach Hause gefahren, um Klamotten zu wechseln. Und dann hatte ich so ein inneres Drängen, du fährst jetzt zu diesem jungen Kerl hin. Wut? Nein, gar nicht. Hinfahren und ihm vergeben. Und ich weiß noch, wie heute, er macht mir die Tür auf, hat so ein paar Binden dran gehabt, so ein paar Brandblasen gehabt. Und dann sieht er mich und sagt, Herr Stahl, Sie können alles mit mir tun, was Sie wollen. Und er hat gesagt, das ist gut, habe ich gesagt. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Er steht sprachlos da, er bittet mich in seine Wohnung. Die ganze Wohnung war abgedunkelt, er hatte auch Suizidgedanken. Dann hat er gesagt, ich verstehe Sie nicht. Ich habe einen Menschen totgefahren. Ihre Frau kämpft eben noch um ihr Leben und Sie vergeben mir. Ja, warum? Genau, das habe ich ihm, das beantworte ich dir jetzt. Ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, habe ich gesagt, ich habe kaum noch Kraft. Ich kann nicht mehr schlafen. Und wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen, dann werde ich die letzte Kraft verlieren. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Ich hatte in diesen nun 10 Jahren kein einziges Mal Hass oder Wut auf ihn. Am ersten Tag hatte ich das. Aber dann habe ich mich auf meine Familie konzentriert, auf Gott. Und meine Frau hat ihm 1 Jahr später in der Gerichtsverhandlung vergeben, aber meine Frau sagt auch, dieser ganze Vergebungsprozess, der hat mindestens 6, 7 Jahre dann gedauert. Ärgert dich das nicht, dass du diesen ersten Schritt gehen musst, um zu vergeben? Ärgert dich das nicht? Macht dich das nicht wütend? Nee, gar nicht. Also ich bin Gott dankbar, dass er mich da anschubst. Weißt du, ich habe jetzt so viele Menschen in meinem Leben schon verloren, ja. Und das Leben ist so kurz. Ich möchte es nicht mit Wut und Hass verbringen. Es ist zu kostbar. Es sind Leute um mich herum in meinem Alter, die fallen um, haben Herzversagen, Herzinfarkt, ja, Kinder, Jugendliche, Krebserkrankungen, die gestorben sind in meinem Umfeld. Leute von jetzt auf nachher, ohne sich zu verabschieden, das Leben ist so kurz. Ich möchte es nicht mit Hass und Wut verbringen. Fühlst du dich denn eigentlich sicher bei Gott? Ich meine, oder sicher bis zum nächsten Schicksalsschlag? Du hast jetzt einen Herzinfarkt hinter dir? Ja, was ist Sicherheit? Es gibt immer diesen Spruch, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Aber dieses Fallen bereitet mir große Sorgen. Ich habe oft Zweifel, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich fühle mich auch heute noch manchmal unsicher. Aber weißt du, wenn ich mich jetzt verbiegen würde, nur weil ich Christ bin und vielleicht das sagen sollte, was man von Christen gerne hört oder was man von ihnen vermutet, das wäre nicht ehrlich. Ja. Fakt ist, die 3 Sätze, die mein Vater mir gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, die tragen heute noch Spuren, es wird weniger. Ich habe heute noch Probleme manchmal mit meiner Wertigkeit. Ich habe manchmal Zweifel und manchmal fühle ich mich auch nicht sicher. Und das ist diese Unsicherheit, die du gerade hast?
Also, weißt du, es sind ja immer wieder Katastrophen gewesen, ja, und auch Menschen abrupt in meinem Leben gestorben, ja, und das hat mir furchtbar wehgetan, ja, und ich habe einfach Angst vor diesem Schmerz. Ich habe manchmal wirklich, sagen, Angst vor diesem Gebet, ja, dein Wille geschehe. Ich spreche das aus, aber was das auch in allerletzter Konsequenz bedeutet, ja, da fehlt es mir manchmal, gebe ich offen und ehrlich zu. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich öfters mit Sterbenden zusammen bin, auch mit jungen Menschen, dass ich sehr oft im Gefängnis bin mit Drogensüchtigen und dass ich sehr oft in leere, in niedergeschlagene Augen sehen muss oder darf und ich immer öfters keine Antwort für die Menschen habe. Es ist ein Schweigen, das ich aushalte, ein Miteinander weinen, einen Arm nehmen, eine Sprachlosigkeit. Und ja, das ist nicht ganz so einfach. Und doch bist du in allem frei geworden. Und doch bin ich frei geworden, auch so frei, dass ich über meine Gefängnisse sprechen kann. Also ich habe die Freiheit zu sagen, ja, ich kann auch über die Dinge sprechen, die mich heute noch ein bisschen gefangen haben. Ja? Weil ich weiß, dass Gott in allerletzter Instanz, Konsequenz mich liebt, mich angenommen hat und dass ich eines Tages nach Hause gehe. Und dass es bei ihm nicht um Leistung geht. Ja? Also du hast vorhin erzählt, ganz am Anfang, dass ich sehr oft gedemütigt wurde. Mein Vater hat mich auch gelobt, wenn ich beim Fußballspiel ein Tor geschossen habe. Die Konsequenz war, wenn ich keins schieße, dann habe ich Ärger. Ja. So, und bei Gott ist es anders, ja. Auch wenn mein Leben nicht gelingt, auch wenn ich ihm nicht immer Freude mache. Nichts kann uns trennen. Ja. Also meine Tochter hat mal vor einiger Zeit mal was angestellt und dann ist sie zu mir hergekommen. Sie sagt, Papa, hast du mich trotzdem noch lieb? Sag ich, ist egal, was du machst. Ich habe dich lieb. Wirklich. Sag ich, werde dich immer lieben. Ja. Und wenn ich den fehle, hat sie ein paar Fehler aufgezählt. Sag ich, nein, ich liebe dich. Du bist mein Kind. Ja. Nichts, gar nichts kann passieren, dass ich nicht mehr lieb habe. Und so verstehe ich immer mehr den himmlischen Vater. Dass er dich lieb hat. Absolut. Michael, vielen Dank. Markus. Schön, dass du heute hier warst. Von Herzen gerne. Wenn selbst in solch krassen Situationen, wie Michael Stahl sie erlebt hat, Vergebung möglich ist, dann schaffst du das in deinem Leben auch. Vergebung mit Gottes Hilfe. Sehnst du dich auch danach? Dann bitte Gott darum, denn Vergeben befreit. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne telefonisch bei uns oder schreib uns eine E-Mail. Weitere Geschichten von Menschen, deren Leben durch Vergebung komplett verändert wurde, findest du in unserer Mediathek oder auf diesem Kanal hier. Am besten gleich abonnieren. Bis dann.